Hallo ihr Lieben, mein Name ist Hexe Sandra. Danke, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. In diesem Beispiel wurde gefragt, unter welchem Einfluss steht XY? Also sei es magischer Einfluss, sei es menschlicher Einfluss. Da ist rauszufinden jetzt, was hier vorliegt. Da kann man auch zum Beispiel danach fragen, um zu wissen, ist es wirklich schwarze Magie? Ist hier jetzt ein Fluch oder nur der böse Blick? Oder ist es einfach nur ein manipulativer Mensch? Als Legemuster habe ich mich für das Kreuz entschieden. Das ist ein Thema vielschichtig unter die Lupe nehmen, ohne dass man jetzt einfach schon wieder was Größeres legen muss, was auch immer komplizierter wird. Und bei dem Kreuz hat man immer noch die Möglichkeit, das verlängerte Kreuz zu legen, also einfach in die Zukunft noch weiterhin fort zu blicken, wenn man den längeren Verlauf mit betrachten möchte, um einfach dann zu schauen, gibt es hier noch was, kommen noch Karten, die mir hier bei der Lösung helfen. Hierbei ist es so, dass die mittlere Karte, die zentrale Karte, der Kern der Sache ist. Links davon die Vergangenheit, rechts davon die Zukunft, wie bei der Dreierlegung. Über der zentralen Karte befindet sich dann das Sichtbare, also so die Zielsetzung, wo man hin möchte, wo in welche Richtung gestrebt wird. Und unter der zentralen Karte ist so das Unbewusste. Also das, was auf dem ersten Blick jetzt nicht sichtbar ist. Rausgekommen sind jetzt die folgenden Karten. Für den zentralen Kern ist die Pik 7, für die Vergangenheit Pik 9, für die Zukunft Herz 9, für das Sichtbare Karo Bube und für das Unbewusste Pik König. Auf dem ersten Blick sieht man hier schon, dass eine Herzkarte da ist, ansonsten sind sehr viele Pik-Karten da und überhaupt auch schwarze Karten. Da kann man sich schon denken, ja, sieht nicht ganz so positiv aus. Letztendlich müssen wir hier jetzt doch die Karten einzeln anschauen. Von den Zahlen her ist es ja so, dass die 7 sehr klein ist, sie ist ungerade, beweglich und aktiv, also da kann immer noch was kommen. Die 9 ist eine große Zahl, sie ist ungerade, beweglich und aktiv, also hier findet auch noch eine gewisse Bewegung statt. Der Bube ist keine Personenkarte an sich. Es kann auf ein Kind hinweisen oder eben Ereignisse in der jeweiligen Farbe, sprich hier dem Karo. Der König ist eine Personenkarte für einen erwachsenen Mann. Und da spielt natürlich auch die Farbe, also hier Pik, wieder eine entsprechende Rolle. Am besten ist es natürlich immer, sich mit der Vergangenheit anzufangen und damit rückzuversichern, dass hier alles am Laufen ist. Zu den einzelnen Karten. Pik 9 ist eine Großproblemkarte, da geht es um das Eingemachte. Also es geht echt an die Nieren, da wird was angepackt. Pik 7 ist der kleinere Ärger, kleinere Kummer, kleine Unannehmlichkeiten. Karo Bube ist, wie gesagt, kann auf ein Kind hinweisen, ist keine Personenkarte, sympathisch, Glücksbote in den Karten. Ja, also hier ist was, wo man im Petto hat. Dann Pik König ist jetzt neben dem Mann natürlich auch eine offizielle Amtsperson. Nicht wohlgesonnen jemand, der giftig ist, also jemand, der irgendwas verhindern möchte. Ein Dritter, der im Bunde ist, der was Negatives möchte, eben ein
unangenehmer Geselle. Dann die Zukunft, Herz 9. Das Herz allein zeigt schon, und die rote Farbe natürlich auch, klar, Herz ist immer rot, zeigt uns an, dass hier das Ganze doch in Richtung Herz geht. Ja, hier ist eine Wunscherfüllung. Man ist dann glücklich und zufrieden, resultiert daraus. Es ist auch die Karte der Schwangerschaften. Man kann auch Schwangerschaft im übertragenen Sinne sehen, wenn sich etwas anbahnt, das dann eben halt größer wird Richtung 9 eben. Ja, was sagt uns jetzt das Gesamtbild? Die Frage war ja, unter welchem Einfluss steht XY? Ja? So, die zentrale Karte, also der Kern der Sache, der Mittelpunkt, sagt aus, dass es kleine Unannehmlichkeiten gibt. Da wir uns über die Vergangenheit heranarbeiten, ist es so, dass in der Vergangenheit natürlich große Probleme waren, dass eben dies sich durchzieht zu den Unannehmlichkeiten im Mittelpunkt gegenüber der Person XY. Die Zukunft sieht dementsprechend ja schon besser aus. Hier gibt es eine Wunscherfüllung von Person XY. Dennoch ist klar, dass hier eine öffentliche Person, eine Amtsperson oder überhaupt jemand als Person da ist, der etwas Negatives möchte. Sprich, XY steht doch unter dem Einfluss von einem Menschen. Das kann menschlicher Natur sein oder auch magischer Natur. Die oberste Karte, die zeigt uns letztendlich, also der Karo Bube, dass es um was Amtliches geht. Ja? Also XY ist mit einer anderen Person irgendwie amtlich verstrickt, sei es jetzt eine Gerichtsverhandlung oder irgendwas anderes. Es wirkt sich auf jeden Fall negativ auf XY aus. Das heißt, XY steht jetzt nicht unter magischem Beschuss, sondern einfach unter menschlichen Stress, weil es hier eine Sache zu bewältigen gibt. Das heißt, XY hat jetzt nicht den Kopf bei der Sache, bei grundlegenden Dingen, sondern ist immer wieder von dieser Angelegenheit abgelenkt. Also XY steht einfach unter menschlichem Einfluss.